Hallo zusammen. Wir wollen uns heute mit einem auch außerhalb der Philosophie recht populären Argument für die Existenz Gottes beschäftigen, nämlich mit dem sogenannten moralischen Argument. Moralische Argumente behaupten, aus der Tatsache, dass es eine Moral gibt, kann man die Existenz Gottes folgern. Ohne Gott keine Moral. So lautet knapp zusammengefasst der zentrale Gedanke hinter diesen Argumenten. Oder etwas anders formuliert in einem berühmten Zitat aus Dostojewskis Die Brüder Karamasow: Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Es ist aber nicht alles erlaubt, so könnte man diesen Gedankengang jetzt fortsetzen, und deshalb muss es einen Gott geben. Moralische Argumente sind jetzt in der Philosophie selbst, zumindest in der Gegenwart, etwas aus der Mode gekommen. In ihrer banalisierten Form finden Sie allerdings solche Argumente immer noch recht häufig im öffentlichen oder politischen Diskurs. Und das ist immer dann der Fall, wenn die Worte Religion und Werte zusammen in einem Satz fallen. Also zum Beispiel, wenn es heißt, dass die Religion einer Gesellschaft Werte vermitteln kann oder dass die Basis für unsere Werte in der Religion zu finden ist und so weiter und so fort. Dahinter steckt dann eigentlich immer eine, ich sag mal, vulgäre Form dieses moralischen Argumentes, das da sagt, ohne Gott keine Moral. Nebenbei gesagt, als Verteidigung der Rolle von Religion im öffentlichen Bereich oder von Religion in der Gesellschaft ist dieses vulgär-moralische Argument nicht besonders gut geeignet. Einerseits, weil eben Werte, wie wir gleich auch noch sehen werden, nicht auf Religion angewiesen sein müssen. Es gibt eine Reihe von sehr guten philosophischen Theorien darüber, woher Werte ihre Gültigkeit bekommen, ohne dass man dafür auf theistische Voraussetzungen zurückgreifen müsste. Andererseits aber ist das auch aus der Perspektive der Religion kein besonders gutes Argument, weil es nämlich Religionen trivialisiert. Religion wird dann als so eine Art folkloristische Verkleidung für irgendein Set von ohnehin schon vorhandenen traditionellen Werten angesehen. Die eigentliche religiöse Weltsicht oder die religiöse Lebenserfahrung, die mit diesen Werten intensiv verbunden ist, die treten vollkommen in den Hintergrund. Wenn man allerdings Religion ernst nehmen möchte, dann muss man sie komplett ernst nehmen und nicht nur eben als ein nettes Begleitphänomen, das man braucht, um dem Schützenfest einen guten Rahmen zu geben oder so etwas. Reduktion auf Werte oder Reduktion allein auf Identitäten bei gleichzeitiger Ausblendung von all dem, was eine Religion auch noch ausmacht, das würde ich sagen, ist intellektuell unaufrichtig. Aber das ist nicht das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, sondern wir wollen etwas genauer und philosophisch präziser über diese moralischen Argumente sprechen. Moralische Argumente gibt es, wie die meisten anderen Argumente, die wir hier kennengelernt haben, in verschiedenen Formen. Ich will zwei davon heute vorstellen, die als ja, klassische Varianten dieses moralischen Arguments durchgehen können. Das eine ist das berühmte kantische Argument, wonach die Existenz Gottes ein moralisches Postulat ist. Und das andere ist John Henry Newmans Argument, das aus der Existenz des moralischen Gewissens die Existenz Gottes ableiten will. Kants Argument ist bei weitem das bekannteste und auch das am meisten diskutierte. Newmans Argument hingegen kann man exemplarisch für eine ganze Reihe von Argumenten sehen, die sehr ähnlich strukturiert sind und die alle behaupten, dass in irgendeiner Form aus der Existenz moralischer Gebote die Existenz Gottes abgeleitet werden kann. Nun, zu Kants moralischem Argument habe ich bereits ein Video gemacht, und weil ich ein extrem fauler Sack bin, verweise ich Sie jetzt einfach mit Hilfe dieses Links auf dieses Video und sage Ihnen, schauen Sie sich dieses Video jetzt zunächst mal kurz an, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, was Kants Argument ist, und ich warte so lange hier auf Sie. Okay, fertig? Wunderbar. Dann können wir uns nämlich jetzt mit John Henry Newmans Argument beschäftigen. John Henry Newman ist ein englischer Bischof des 19. Jahrhunderts gewesen, der ungefähr in der Mitte seines Lebens vom Anglikanismus zum Katholizismus konvertiert ist. Er gehört zu den bedeutendsten Theologen des 19. Jahrhunderts. Bei ihm finden wir eine interessante Variante dieses moralischen Argumentes, die deutlich von der Form, wie Kant sie gegeben hat, abweicht.
Newman baut sein moralisches Argument auf der Tatsache auf, dass wir über ein Gewissen verfügen. Das heißt, es ist uns nicht einfach egal, was wir tun, sondern wenn wir etwas tun, was in irgendeiner Weise moralisch relevant ist, also jetzt nicht gerade Spaghetti essen oder sowas, sondern irgendwas, was prinzipiell moralisch bewertet werden könnte, dann ist es uns eben nicht egal, was wir tun. Wir haben ein Gefühl von moralischer Verantwortlichkeit oder auch von Schuld oder Reue, wenn wir etwas tun, was falsch ist. Also wenn wir beispielsweise in einer schwierigen Lage das Richtige tun, also wenn wir etwa am Straßenrand einen Unfallwagen sehen und dann dem verletzten Autofahrer helfen, aus dem Wrack herauszukommen und erste Hilfe leisten, dann fühlen wir uns gut und wir fühlen uns bestärkt. Also dieses moralische Gefühl präsentiert sich als Bestätigung dessen, was wir tun. Und umgekehrt, wenn wir etwas tun, was wir nicht tun sollten, also wenn wir zum Beispiel jemandem Vorwürfe machen für etwas, was er gar nicht getan hat, dann haben wir hinterher ein schlechtes Gewissen. Wir fühlen uns schuldig und wir bereuen, was wir getan haben. Das passiert nun allerdings auch bei Handlungen, von denen niemand etwas weiß. Wer also zum Beispiel heimlich und anonym einer notleidenden Familie ein Bündel Geldscheine in den Briefkasten steckt oder so etwas, der wird trotzdem hinterher das Gefühl haben, das Richtige getan zu haben. Und ein Mörder, der niemals erwischt wird, könnte trotzdem Gewissensbisse bekommen und bereuen, was er getan hat. Also das Gewissen ist ganz unabhängig davon, ob das, was wir tun, auch von irgendjemand anderem wahrgenommen wird oder nicht. Und Newman argumentiert nun so: Wenn es ein solches Gewissen gibt, wie wir es gerade beschrieben haben, dann gibt es also auch moralische Gebote, denen wir folgen müssen. Klar, was sollte das Gewissen sonst tun? Gewissen ist ja nicht einfach das Gefühl, nur dass andere Menschen bewundern oder kritisieren, was wir getan haben, sondern meine Handlungen sind an sich bereits gut oder schlecht. Das ist es, was das Gewissen mir sagen möchte. Ganz unabhängig davon, ob andere meine Handlungen bewerten und wie sie sie bewerten, sie sind gut oder schlecht und das teilt mir dann mein Gewissen mit. Das Gewissen ist ja auch dann da, wenn niemand anderes involviert ist in diese Handlung. Die moralischen Gebote, deren Einhaltung das Gewissen überwacht, sind deswegen universale Gebote. Sie sind allgemein verbindlich und eben nicht nur abhängig von dem jeweiligen Kontext oder von den jeweiligen Personen, die in meine Handlungen involviert sind. Aber, so fragt Newman dann, woher kommen diese Gebote eigentlich? Woher beziehen sie ihre allgemeine Verbindlichkeit? Und er sagt, von einer personalen Instanz. Wie kann das sein? Nun, dieses Gefühl der Verantwortung, das ich empfinde, oder das Gefühl der Schuld, das ich empfinde, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, das ist ja immer ein Gefühl gegenüber jemandem. Wenn ich jemanden zu Unrecht ausgeschimpft habe, dann fühle ich mich schuldig, und zwar dieser Person gegenüber. Ich habe das Gefühl, dieser Person Unrecht getan zu haben. Und wenn ich den letzten Wunsch meiner Großmutter achte und ihr Vermögen an eine wohltätige Stiftung spende, dann bin ich stolz, meiner Verantwortung ihr, meiner Großmutter, gegenüber gerecht geworden zu sein. Moralische Gebote sind nun aber universal verbindlich. Sie können also eben gerade nicht nur gegenüber einer bestimmten Person oder einer speziellen Institution, also den Eltern oder dem Staat gegenüber, als verbindlich empfunden werden. Sonst wären sie ja nicht universal verbindlich. Also muss das Gewissen, wenn es auf eine Verbindlichkeit gegenüber jemandem verweist, auf eine absolute Instanz verweisen, gegenüber der wir verantwortlich sind. Und was könnte diese absolute Instanz anderes sein als Gott? Newman schreibt das so, er sagt, wenn wir, wie es ja der Fall ist, uns verantwortlich fühlen, uns schämen oder uns davor fürchten, uns der Stimme des Gewissens zu widersetzen, dann impliziert dies, dass es jemanden gibt, dem gegenüber wir verantwortlich sind, vor dem wir uns schämen, dessen Ansprüche an uns wir fürchten. Wenn wir das Falsche tun und den gleichen tränenreichen, herzzerbrechenden Kummer verspüren, der uns überkommt, wenn wir unsere Mutter verletzen, wenn wir das Richtige tun und die gleiche sonnige Heiterkeit des Gemüts, die gleiche beruhigende und befriedigende Freude genießen, die entsteht, wenn wir ein Lob unseres Vaters erhalten, dann haben wir in uns mit Sicherheit das Bild einer Person, auf die sich unsere Liebe und Ehrfurcht richtet, in deren Lächeln wir Freude finden, nach der wir uns sehnen, an die wir unsere Bitten richten, deren Zorn uns bedrückt und bekümmert. Diese Gefühle sind von der Art, dass sie als Ursache ein intelligentes Wesen erfordern. Newmans Argument sieht also in ungefähr in der groben Struktur so aus. Wir haben als erste Prämisse, es gibt ein Gewissen.
Also das heißt, es gibt ein moralisches Gefühl, zu bestimmten Handlungen absolut verpflichtet zu sein oder dazu verpflichtet zu sein, bestimmte Dinge zu unterlassen. Prämisse 2, die Existenz des Gewissens verweist auf eine Person, der gegenüber wir verantwortlich sind. Das ist nun eigentlich nichts anderes als eine begriffliche Wahrheit. Also wenn wir ein Gefühl der Verantwortung haben, dann macht es nur Sinn, diese Verantwortung als Verantwortung gegenüber jemandem oder etwas zu verstehen. Das steckt im Begriff der Verantwortung schon drin. Dann dritte Prämisse, absolute Verpflichtung kann es nur gegenüber einem göttlichen Wesen geben. Die innerweltlichen Verpflichtungen, die wir so verspüren, die sind ja immer nur Verpflichtungen relativ zu einem bestimmten Kontext. Also ich bin nur den Betroffenen dieser Handlungen selbst gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Wenn mich beispielsweise mein Freund bittet, ihm beim Umzug zu helfen, dann bin ich ihm gegenüber verpflichtet, ihm zu helfen. Oder ich fühle mich schlecht ihm gegenüber, wenn ich ihm zusage und dann am Ende doch nicht komme, weil ich was Besseres zu tun habe. Aber das gilt natürlich nur, solange mich mein Freund auch um meine Hilfe bittet. Oder sofern ich überhaupt Freunde habe. Anders dann bei den moralischen Geboten. Die gelten absolut und immer. Sie können daher nur als eine Verpflichtung gegenüber einem unendlichen und ewigen Wesen empfunden werden. Deswegen absolute Verpflichtung heißt Verpflichtung gegenüber einem göttlichen Wesen. Und dann muss man ganz klar als Konklusion Nummer 4 folgern, also gibt es einen Gott. Ist das jetzt ein überzeugendes Argument? Schauen wir es uns mal näher an. Prämisse 1 sagt, es gibt ein Gewissen. Also Gewissen, wie gesagt, bedeutet hier, es gibt ein Gefühl der absoluten Verpflichtung zu bestimmten moralischen Geboten. Also vielleicht so etwas wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst andere behandeln, wie du auch von ihnen behandelt werden möchtest und so weiter und so fort. Gut, sicher, es gibt ein solches Gefühl. Also bei einem Menschen, der nicht total psychopathisch ist, gibt es etwas wie ein Gewissen. Das heißt eben dieses Gefühl, dass man bestimmte Dinge tun oder unterlassen sollte. Aber ist das auch ein Gefühl einer absoluten Verpflichtung? Was Newman hier an der Stelle einfach voraussetzt, ist eine Art ethischer Objektivismus. Das heißt eine Theorie, nach der ethische Gebote objektiv wahr sind und diese Wahrheit eben nicht von irgendwelchen kontingenten oder subjektiven Fakten abhängt. Das ist sicherlich eine mögliche Position, die man in der Ethik beziehen könnte, aber es ist garantiert nicht die einzig mögliche Position. Es gibt eine ganze Reihe von Alternativen dazu. Zwei Alternativen sind hier in diesem Kontext für uns besonders interessant. Die eine Alternative, das wäre der ethische Relativismus. Ethischer Relativismus besagt, es gibt keine objektiven moralischen Wahrheiten, sondern moralische Wahrheiten existieren immer nur relativ zu einem bestimmten Kontext. Also was beispielsweise in der einen Gesellschaft verwerflich ist, das ist in der anderen moralisch vollkommen unproblematisch. Denken Sie doch nur daran, wie sich Haltung zu Dingen wie, sagen wir, Homosexualität oder auch die Meinung zur Todesstrafe im Lauf der Geschichte in den westlichen Gesellschaften gewandelt haben und wie die Haltungen sich global gesehen auch in unterschiedlichen Gesellschaften heutzutage noch ganz massiv unterscheiden. In manchen Kontexten ist es so, dass eine Person, die offen homosexuell lebt, vielleicht ein schlechtes Gewissen hat und sich schuldig fühlt für das, was sie tut. Also das wird vielleicht vor 100 Jahren in den allermeisten westlichen Ländern noch der Fall gewesen sein, während es in der Gegenwart für die meisten Menschen vollkommen unproblematisch ist. Das hat dann aber offenbar nichts mit einem absoluten Gebot zu tun, ob diese Menschen sich schuldig fühlen oder nicht, sondern nur mit dem jeweiligen Kontext, in dem sich ihr Leben abspielt. Der ethische Relativismus würde also sagen, ob eine Handlung gut oder schlecht ist, ob ich verpflichtet bin zu dieser Handlung oder nicht, das ist nicht absolut zu beantworten, sondern immer nur im Kontext der jeweiligen Gesellschaft oder Kultur oder so etwas, in der diese Frage gestellt wird. Die andere Alternative, die für uns hier interessant ist, wäre der ethische Subjektivismus. Der ethische Subjektivismus sagt, Moral ist zwar nicht kontextrelativ, wie das der Relativismus behauptet, aber sie ist eben auch nicht objektiv. Moral wurde ganz einfach entwickelt, um menschliches Zusammenleben zu ermöglichen. Dann sind moralische Gebote eben einfach die Regeln, denen rationale Wesen sinnvollerweise folgen, wenn sie zusammenleben möchten. Klassische Beispiele für einen solchen ethischen Subjektivismus finden Sie in den Vertragstheorien bei Locke oder in der Gegenwart bei John Rawls. Auch in einem solchen ethischen Subjektivismus gibt es keine absolute Verpflichtung zu etwas, sondern die Verpflichtungen, die wir haben, sind einfach die Verpflichtung zu bestimmten Handlungen,
insofern wir rationale Wesen sind und es in unserem Interesse liegt, sich moralisch zu verhalten. Also moralische Subjektivisten würden beispielsweise sagen, warum soll ich anderen Wesen, anderen Menschen, anderen Wesen gegenüber gerecht sein? Weil es aus der idealisierten rationalen Perspektive eines Wesens vernünftig ist, andere gerecht zu behandeln. Newmans Prämisse wäre also zu stark. Seine Prämisse Nummer 1, es gibt ein Gewissen im Sinne einer objektiven, absoluten moralischen Verpflichtung, ist zu stark. Er setzt einen bestimmten Begriff von Gewissen voraus, der selbst erstmal begründet werden müsste. Also wir müssten uns erstmal davon überzeugen, dass dieser ethische Objektivismus auch korrekt ist, bevor wir dieser Prämisse 1 zustimmen können. Schauen wir uns Prämisse 2 an. Prämisse 2 sagt, die Existenz des Gewissens verweist auf eine Person, der gegenüber wir verantwortlich sind. Okay, ja, aber welche Person ist das denn eigentlich? Bloß weil wir das Gefühl haben, jemandem verpflichtet zu sein, muss dieser jemand ja nicht Gott sein. Das Gefühl der Verpflichtung, das wir beim Gewissen verspüren, könnte ja auch anders erklärt werden. Es könnte psychologisch oder evolutionär erklärt werden. Ein ganz klassisches Beispiel dafür, woher das Gewissen denn sonst kommen könnte, wenn nicht aus der Verpflichtung Gott gegenüber, das finden wir in der Psychoanalyse bei Sigmund Freud. Freud schreibt zu dieser Frage, wenn das Gewissen auch etwas in uns ist, so ist es doch nicht von Anfang an. Aber das kleine Kind ist bekanntlich amoralisch. Es besitzt keine inneren Hemmungen gegen seine nach Lust strebenden Impulse. Die Rolle, die späterhin das Über-Ich übernimmt, wird zuerst von einer äußeren Macht, von der elterlichen Autorität gespielt. Der Elterneinfluss regiert das Kind durch Gewährung von Liebesbeweisen und durch Androhung von Strafen, die dem Kind den Liebesverlust beweisen und an sich gefürchtet werden müssen. Diese Realangst ist der Vorläufer der späteren Gewissensangst. Gewissen ist also für Freud tatsächlich ein Gefühl der Verpflichtung, aber nur scheinbar gegenüber Gott oder sonst irgendeiner universalen Instanz. In Wirklichkeit ist dieses Gefühl der Verantwortung eine Projektion. Wir lernen im Laufe des Heranwachsens vom Kind zum erwachsenen Menschen, uns zunächst mal den Geboten und Verboten unserer Eltern zu unterwerfen. Wir werden durch Belohnungen und durch Bestrafungen von unseren Eltern dazu erzogen, das zu tun, was sie von uns erwarten. Daraus entsteht dann für Freuds Psychoanalyse das Über-Ich als eine Internalisierung der elterlichen Autorität. Die vermeintliche Verpflichtung Gott gegenüber, die wir verspüren, ist also in Wahrheit eine Illusion. Diese Verpflichtung ist das Resultat der verinnerlichten Angst vor der Autorität der Eltern. Aber es gibt bei weitem keine göttliche Instanz, der gegenüber wir verantwortlich wären. Es ist einfach nur das Resultat unserer Erziehung. Wenn wir Newmans Argument, so wie wir es betrachtet haben, verstehen wollen als eine Art Argument für die beste Erklärung der Existenz des Gewissens, dann müssen wir auch andere Erklärungen berücksichtigen und uns fragen, welche dieser Erklärungen die bessere ist. Mit Freuds psychologischer Erklärung des Gewissens gibt es eine sinnvolle Alternativerklärung. Und warum sollte unsere Verpflichtung dann eine Verpflichtung Gott gegenüber sein? Wir können das Gefühl der Verpflichtung, das wir verspüren, auch sehr gut erklären, ohne auf den Begriff Gottes zurückzugreifen. Also auch Prämisse 2, ziemlich dubios. Und das führt uns jetzt zur dritten Prämisse. Die dritte Prämisse sagt ja, absolute Verpflichtung kann es nur einem göttlichen Wesen gegenüber geben. Das setzt, wie gesagt, voraus, dass es überhaupt eine absolute Verpflichtung gibt. Freud schon Bedenken dagegen angemeldet und gesagt, nee, dieses Gefühl der objektiven, der absoluten Verpflichtung, das ist in Wahrheit eine Illusion. Aber mal angenommen, es gäbe eine solche absolute Verpflichtung, die nicht erklärt werden kann durch Internalisierung elterlicher Autorität. Muss es dann auch einen Gott geben, wenn es diese absolute Verpflichtung gibt? Nein, muss es nicht, denn alles, was dafür notwendig ist, ist eine objektive Wahrheit moralischer Gebote. Die kann aber auch ohne einen theistischen Ursprung zustande kommen. Es ist ganz aufschlussreich, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Gesetzen der Logik. Auch die Gesetze der Logik gelten absolut. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, dass mein Auto sowohl ein Mercedes als auch ein Opel ist. Es sei denn, das sind irgendwie zwei Autohälften, die zusammengeschweißt wurden oder so etwas. Also wenn ich das wirklich behaupte, dann widerspreche ich mir selbst. Ich sage etwas Falsches. Ich verletze den Satz vom Widerspruch und es ist ganz objektiv gesehen falsch, eine solche Behauptung zu machen. Logische Gesetze müssen aber nicht von Gott erlassen werden. Also wir können sehr gut die Logik ohne jedwede theistische Basis betreiben.
Diese Gebote haben eine absolute Gültigkeit, aber die kommt nicht von Gott. Wir können also logische Gesetze ganz einfach akzeptieren als objektive Wahrheiten, die keine weitere Fundierung brauchen. Warum sollte das dann nicht auch bei moralischen Geboten funktionieren? Wenn Sie einen moralischen Objektivismus haben wollen, dann sieht es so aus, als könnten Sie diesen moralischen Objektivismus genauso haben wie einen logischen Objektivismus, nämlich als absolutes Faktum der Moral, so wie es ein absolutes Faktum der Logik zu geben scheint. Und überhaupt, inwiefern würde jetzt eigentlich die Tatsache, dass Gott der Gesetzgeber der moralischen Gebote ist, die Objektivität dieser moralischen Gebote sicherstellen? Wenn die Gebote an sich bereits moralisch objektiv sind, dann braucht es auch keinen Gott, der die verkündet. Dann reichen die Gebote an sich schon aus für den Objektivismus. Gott wäre als Instanz quasi überflüssig geworden. Ich könnte mich dann einfach den moralischen Geboten selbst gegenüber verpflichtet fühlen. Das würde Kant beispielsweise genauso sehen. Er sagt, also ich bin, also die Pflicht selbst verpflichtet mich dazu, bestimmte Dinge zu tun und zu unterlassen und eben nicht Gott. Oder alternativ dazu, die Gebote werden erst dadurch moralisch objektiv, dass Gott sie verkündet. Aber dann könnte doch Gott eigentlich alles Mögliche verkünden und wir hätten eine moralische Verpflichtung, das zu tun, was immer es auch ist. Also selbst wenn Gott uns aufträgt, alle Ungläubigen zu töten, wären wir moralisch dazu verpflichtet. Das ist jetzt eine Variation des bekannten Eutyphro-Dilemmas. Also entweder ist das Gute gut, weil Gott es anordnet, aber dann ist alles, was Gott anordnet, automatisch gut, auch wenn es der größte Unsinn ist. Oder Gott ordnet das Gute an, weil es gut ist, aber dann ist Gott nicht mehr die Quelle des Guten und kann quasi rausgekürzt werden aus der ganzen Situation. Auch zum Eutyphro-Dilemma habe ich ein Video bereits gemacht. Schauen Sie sich das bei Interesse an und folgen Sie diesem Link, um ein bisschen mehr darüber zu lernen. Aber für den Punkt hier können wir festhalten, auch Newmans dritte Prämisse ist höchst zweifelhaft. Also die absolute Gültigkeit der moralischen Gebote kann auch auf andere Weise sichergestellt werden als durch die Existenz Gottes. Was heißt das nun? Naja, das heißt, dass Newmans Argument scheitert. Aus der Existenz des Gewissens lässt sich nicht auf die Existenz eines Gottes schließen. Auch moralische Argumente können also nicht die Existenz Gottes nachweisen. Und man möchte fast sagen, zum Glück. Denn das bedeutet, dass Menschen auch ganz unabhängig von ihrem Glauben oder Unglauben immer die Möglichkeit haben, das Richtige zu tun.